Herzlich willkommen zu einer Ausgabe von XXL Info Kompakt. Mein Name ist Andreas Klamm-Sabaoth. Schön, dass Sie Radio TV IBS Liberty eingeschaltet haben. In 4 Tagen wird der Heiligabend gefeiert. Weshalb feiern Menschen in aller Welt, in Deutschland, in Jerusalem, in Paris, in London und in vielen, vielen weiteren Städten einen heiligen Abend? Eine Antwort hierauf ist im Neuen Testament, im Evangelium des Matthäus zu finden. Kapitel 1, ab Vers 18. Eine Antwort auf die Frage, weshalb so viele Menschen einen Heiligabend feiern in dieser Welt. Die Geburt Christi war aber also getan, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war. Fand sich's, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Indem er aber also gedachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Gemahl, zu dir zu nehmen, denn das in ihr geboren ist, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, des Namen sollst du Jesu heißen, denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel heißen. Das ist verdolmetscht: Gott mit uns. Da nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm des Herrn Engel befohlen hatte, und nahm sein Gemahl an sich, zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren ersten Sohn gebar und hieß seinen Namen Jesus. Matthäus Evangelium, Kapitel 2. Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen die Weisen vom Morgenland gen Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, um ihn anzubeten. Da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Und ließ versammeln alle hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschte von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm: Zu Bethlehem im jüdischen Lande. Denn also steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei. Da berief Herodes die Weisen heimlich und er lernte mit Fleiß von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und wies sie gen Bethlehem und sprach: Ziehet hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt's mir wieder, dass ich auch komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben über, da das Kindlein war. Dass sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut.
und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, dass sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken, und sie zogen durch einen anderen Weg wieder in ihr Land. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Stehe auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und flieh nach Ägyptenland und bleib allda, bis ich dir sage, denn es ist vorhanden, dass Herodes das Kindlein suche, dasselbe umzubringen. Und er stand auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich bei der Nacht und entwich nach Ägyptenland und blieb allda bis nach dem Tod des Herodes, auf das erfüllet würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Da Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, ward er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder zu Bethlehem töten und an seinem ganzen Grenzen, die da zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er mit Fleiß von den Weisen erlernt hatte. Da ist erfüllt, was gesagt ist von dem Propheten Jeremia, der da spricht: Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört, viel Klagens, Weinens und Heulens. Rachel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Da aber Herodes gestorben war, siehe da, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum im Ägyptenland und sprach: Stehe auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kinde nach dem Leben standen. Und er stand auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich und kam in das Land Israel. Da er aber hörte, dass Archelaus im jüdischen Lande König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu kommen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog in die Orte des galiläischen Landes. Und kam und wohnte in der Stadt, die da heißt Nazareth, auf das erfüllet würde, was da gesagt ist durch die Propheten: Er soll Nazarenus heißen. Diese Geschichte ist mehr als 2000 Jahre alt, rund 2010 Jahre. Und zu finden im Evangelium des Matthäus ab Kapitel 1, Vers 18 und im Kapitel 2 des Evangeliums des Matthäus. Diese Geschichte erklärt, weshalb viele Menschen in aller Welt in wenigen Tagen den Heiligabend feiern. Eine beeindruckende Geschichte, eine bewegende Geschichte, die die Menschen in aller Welt auch noch heute und 2010 Jahre nach diesen Ereignissen in Ägypten, Israel, in Galiläa und in der Stadt Bethlehem bewegt. Eine Geschichte, die nachdenklich stimmt. Ich wünsche Ihnen eine frohe und gesegnete Zeit des Advents und eine frohe und gesegnete Zeit der Fest- und Feiertage und frohe und gesegnete Weihnachten. Das ist eine Sonderausgabe von XXL Info Kompakt. Weitere und ausführliche Informationen zu den Programmangeboten in englischer und in deutscher Sprache finden Sie zu Radio TV IBS Liberty auch im Internet bei www.ibstelevision.org. www.ibstelevision.org. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund, soweit es möglich ist. Bis zum nächsten Mal bei XXL Info Kompakt und bei Radio TV IBS Liberty. Mein Name ist Andreas Klamm-Sabaoth.